Na, Battlegrounds. Hast du Lust? Eine Runde? Ich zumindest. So, herzlich willkommen zurück zu Battlegrounds. Da werden wir direkt drüber fliegen. Schwer zu sagen, vielleicht hier runter. Wir gucken mal, dass wir die Distanz hinkriegen. Ich weiß noch nicht, ob es reicht. Andernfalls werden wir mitten in der Pampa landen. Das wäre ungeil. Ich möchte gucken, dass ich möglichst weit wegkomme von anderen Spielern und auch von der Schule, die wir gerade gesehen haben auf der Karte. Das große gelbe Ding. So, wie weit sind wir noch weg? Noch ein gutes Stück. Gerade mal umgucken, geht das hier? Ich möchte zwar zu dem roten Haus, möchte ich ganz gerne. Ja, nochmal herzlich willkommen zurück zu Battlegrounds. Hier auf dem Kanälchen mit mir, dem weißt du schon, ne? Oh nein, nicht schon wieder Klippe, nicht schon wieder, nicht schon wieder, komm. Okay. Das ist ja nochmal gut gegangen, ne? Ich weiß noch nicht, was uns heute erwarten wird, aber wir schauen mal. Wir haben auf jeden Fall mal ein offenes Ohr für unsere Umgebung und wir sind schon mal nicht der Letzte. Die ersten sterben schon fleißig vor sich hin. Was ich hoffe, dass wir da oben alleine sind. Zone? Alter. Okay, wir haben eine gute Zone, das gefällt mir gut. Lass mal in die Wesenkammer rein. Die P92 kann ich mir mal nehmen. P92 laden. Dann das dann nämlich mit. Falsche Taste. So, dann gehen wir mal hier in die Bude, ne? Ich hätte da vorne vielleicht die Tür zu machen sollen, wa? Bisschen verräterisch mit einem Gartenschuppen, die Tür offen ist. Wir wollen ja das Überraschungsmoment. So, da hat es bloß Benzin scheinbar. Da lag nochmal was, aber das gucke ich mir gleich an. Okay, das ist Munition, die nehme ich mal. Ich weiß nicht, für was die Munition ist, aber wir nehmen sie mal. So. Tür zu. Wir rennen durch. Schuhe sind mir egal. Handschuhe sind auch nicht wichtig. Oh nice, da hat's ne. AKM. Nicht genug Platz, ich brauche einen Rucksack. Splittergranate. Oh, liebes Battleground, schenk mir einen Rucksack. Egal was für einen, aber einen Rucksack. Denn meine Taschen sind so schrecklich voll. Wir können ja gerade mal auf die andere Wache wechseln hier. Die ist schon mal ganz nice. Ich hoffe, oben liegt ein Rucksack, sonst habe ich ein Problem. Ups, wie habe ich jetzt. Ah, okay. Bestimmt recht nützlich im Gefecht. Nein? Ich möchte gerne mein weißes T-Shirt wieder haben. Hallo? Wie dem auch sei. Dann sind wir jetzt bunt gestreift. Ist mir auch Wurst. Okay. Dann laufen wir halt rum wie der letzte Horst. Ist okay. Da hat es ein Mikro-Uzi, oder? Ja. Brauche ich aber nicht. Ich habe einen AKM. Ich brauche einen Rucksack. Oh, nice. Eine Weste. Komm, gib mal her. Da liegt nochmal Munition. Das ist nochmal eine AKM. Ich muss besser hinhören, ne? Und nicht nur quatschen. Was bist du? Ein Rotpunkt? 9 mm. Die Maske lasse ich mal. Was will ich mit der? Ich brich dir einen Helm. Okay.
Wir könnten uns gleich hinsetzen. Okay, rote Zone. Was haben wir hier? Mündungsfeuer ist gut. Kugelschlaufen. Kann man auch mal gucken, ob wir es nehmen. Weiteres Magazin. Jetzt gerade mal ganz kurz gucken. 9 mm. So, ich muss nach unten und ich muss mich von den Fenstern fernhalten. Mal, gehst du mal? Also der geht schon geduckt. Das kommt mir gerade heute so komisch vor. Joa, da hätten wir noch mal etwas für den Gebrauch. Und das, was bist du? Ein erweitertes Magazin. Okay, das ist schön, aber ja. Verband. Voll der Knaller, wa? So, Zone sieht ganz okay aus. Bin mal gespannt, was uns jetzt diese Runde erwartet. Es läuft schon ein paar Minuten und es läuft ganz gut. Warte mal, bevor ich jetzt hier rumtänzel. Wir haben 10 Verbände. Einen Rotpunkt hätten wir. Kugeldingens kann ich höchstens rauswerfen. Nee. Taktisches Lager anfügen geht auch nicht. Ich weiß doch nicht, wo was hingehört, ne? Ist bisschen blöd. Aber gut. Jedenfalls haben wir mal genug Munition und eine Splittergranate. Das ist voll der Knaller. Okay. Ich hasse die Bombenzone, die ist echt. Man kann sie taktisch nutzen, aber. Oh nee, bitte nicht. Richtet man so schön Bomben auf den Kopf und man hört nichts mehr. So Angst haben, dass man erschossen wird oder so. Ich meine, die nächste UMP-9 wartet schon, ne? Wie man unten sehen kann. Okay. Was? Alter, willst du mich verarschen? Wir haben schon wieder Bombenzone hier vor der Nase. Okay, ich muss von den Fenstern weg. Weil, bum bum, ne? Wo ist die Treppe? Die ist. Ja. Warte mal ganz kurz. Ganz kurz, ganz kurz. So, pardon, ich musste gerade genüsslichst abhusten und da habe ich mal ganz kurz das Mikrofon ausgemacht. Okay. Schnellzugriff. Das habe ich übersehen, siehst du? Fancy. Hey. War doch ein Schnellzugriffsgedöns. Ach, egal. Ah, das ist die Bomben sind endlich mal ein Stück weiter weg. Das sorgt für Ruhe im heimischen Keller. Ach, sehr schön. Ich bin gerade was müde, ne? Dafür entschuldige ich mich recht herzlich. Die letzten Tage waren leicht anstrengend, aber naja. Schon okay. So. Anfügen. Kann ich nirgends anfügen. Ah, das geht, siehst du? Wusste ich, dass da irgendwas. Ich hab mal ganz taktisch am Kopf kratzen, das Mündungsfeuer kann ich halt auch nicht anbringen bei einer AKM. So, was hat's denn hier noch? Sind das irgendwelche Gegenstände? Nein. Mit der AKM bin ich ganz glücklich, weil mit der kann ich ganz gut schießen eigentlich. Boah, nee. Ich würde jetzt ganz gerne noch hier im Haus bleiben derweil. Ganz kurz hier den Balkon ab. Checken.
Da war mal nichts. Da hat es auch noch ein Balkönchen. Denn wie wir wissen, auf Balkonen sind auch immer ganz tolle Sachen. Okay. Erweitertes Magazin. Ne, brauche ich nicht. Ist mal aufgesammelt. Schon schnell wieder rein. Okay, wir schauen aufs Tönchen. Dieses kommt hier. Und wenn es dann da ist, dann geht's taktisch weiter. So. War das drüber nicht schon drin? Kann man orientieren, ja, da war ich drin. Guck mal auf die Karte. Wir sind hier. Ups, das war zu weit. Jetzt vier Gebäude und ich glaube in zweien waren wir. Ich würde vielleicht doch ganz kurz mal nach unten gehen. Oder warte mal, kann ich die Uzi noch mitnehmen? So als ja, letztes Gedöns, ne? Lade die mal auf. Dann könnte ich den Schnellwechsel eigentlich doch mitnehmen hier. Das nehme ich auch mal mit. So. Den Schnellwechsler schmeiße ich gerade mal dran. Zack. Sehr schön. Ist halt die Eingangstür, oder? Wäre natürlich auch geil, wenn da einer reinkommt, gleich mal abschießen. Ne? So, was sagt die Zone? Zone ist gleich da. Zone ist da. Wir sind immer noch in der Zone. Alter, geil. Kann das Ganze chilling machen und gucken. Oh, in dem Gebäude waren wir noch nicht. Also ich bin gerade ein bisschen lootgeil, muss ich gestehen. Ich würde mal ganz kurz rein. Wenn wir Pech haben, ist hier jemand und hier ist wieder Bombenzone. So. Sind aber alle Türen zu. Das ist ein gutes Indiz dafür, dass noch niemand hier war. Was liegt da? Ein Schnellzugriff. Okay. Tür habe ich zugemacht. Wenigstens das. Dann hätten wir hier eine Kugel. Ne, brauche ich nicht. Die Munition nehme ich mir. Den Helm nehme ich mir. Die andere Pistole lasse ich hier. Die ist nix. So, dann gucken wir gerade mal nach oben. Da liegt mal ein Crossbow, aber den nehme ich mal nicht. Und da liegt noch eine Shotgun, die nehme ich aber auch nicht. So, das ist ein Rucksack Stufe 1. Unser Rucksack ist Stufe 1. Also von dem her schenkt sich das nicht viel von der Tragekapazität her. Aber dieses Ding hier nehme ich mit. Nice. Kann ich den irgendwo drauf pappen? Nice. Okay. Dann hätten wir dieses Gebäude auch durch. Bis auf den Verband. Ah, das sind fünf gewesen. Nice. Und wir sind gleich unter den besten 40. Das freut mich natürlich ein bisschen. Mal schauen, wer kommt. Jetzt haben wir diesmal echt Glück, hey. Wir müssten nachher vielleicht ein bisschen in diese Richtung. Also ich denke, es wird wahrscheinlich hier drauf hinauslaufen oder auf Poschenski. Das ist aber noch nicht sicher. Außerhalb des Spielbereichs. Armer Mann. Oder soll ich die Shotgun vielleicht doch mitnehmen? Effektive Reichweite, die ist sehr gering. Ja, nee, dann ich lasse die da. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass es so ein. Freunde, wir kriegen gleich Besuch, habe ich das Gefühl.
Ich mache mal hier die Tür zu. Oder? Ich weiß nicht. Das muss jetzt eine Sekundenentscheidung sein. Wir haben hier die Fenster. Wenn da einer rauskommt, von hier reingucken kann, ne? Haben hier die Arschkarte. Na gut, da sehe ich nicht viel. So ist schon besser. Oh, den Himmel brauche ich nicht gucken. Vielleicht war es noch ein Schnellschuss, wer weiß. Wow. Ich sehe nur Bäume. Keine Ahnung, wo der lang ist, aber vielleicht hat er einen Airdrop abgeworfen. Könnten uns holen und ich glaube, das ist eine Bombenzone. Ja, die verfolgt uns heute irgendwie. Da fuhr gerade ein Buggy. Okay, Freunde, wir kriegen Besuch. Oder nicht? Sonderstruck 554 hat Green Reaper. Aha. Okay. Würde ganz gern ein bisschen scouten. Um zu sehen, ob hier jemand rumschleicht. Die Bomben zum Shooter in der Nähe. Hey, hör mir doch auf. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein, Freunde, ne? Zone, was machst du? Zone kommt in 2 Minuten. Und wir sind immer noch in der Zone drin. Alter, wie geil. Das ist ein Träumchen. Wir können das die seitdem, ne? Die ganze Zeit können wir uns aussitzen. Und später einfach einen fröhlichen machen. Es sind noch 36 und 34 im Leben. Wird es dann nochmal ein, zwei weniger werden. Durch die Zone. Also ich denke mal, so in 20 Sekunden dürfen es noch an die 30 sein. Das ist schon mal ganz nett, wie ich finde. Ich komme mir langsam verarscht vor, liebe Bombenzone. Aber naja. Was willst du machen? Der müsste mich auch mal beschäftigen. Ich meine, ich höre ein Motorgeräusch, bin mir aber nicht sicher. Ich drehe die Kamera gerade ein bisschen, weil soweit ich weiß, richtet sich die Geräuschkulisse nach der Richtung, in die man schaut. Also wenn ich in die Richtung schaue, kommt der Schall aus der Richtung, das weiß ich aber nicht. Das ist eine Mechanik, die muss ich erstmal erkunden. Aber gut. Wir schauen mal, wir schauen mal, wir schauen mal. 5 Sekunden, dann ist die Zone am Schrumpfen.
Das dauert jetzt immer einen ganz kurzen Moment. Und ich denke mal hier, da oben in der Schule. Ich weiß nicht, ob ich meinen Mauszeiger drin habe. Ich markiere es mal ganz kurz hier. Schule und da die Batterien. Da werden wahrscheinlich recht viele Leute drin sein. Die werden jetzt alle von der Zone nach unten gepusht zu uns. Wir haben das Glück, wir sind recht mittig drin. Das heißt, die Leute werden hauptsächlich von oben hier reinströmen und ein geringer Teil wird wahrscheinlich von unten kommen. Also ich schätze mal, hier wird gerade richtig die Party am Gehen sein. Und wir sind quasi so im Gebiet, hier müsste es recht ruhig sein und hier unten ist eigentlich fast gar nichts los. Mal ganz kurz taktisch analysiert für euch. So. Ich strecke mich mal ganz kurz. Es sind noch 24 Überlebende. Und ich würde sagen, wir warten die Zone nochmal ab. Also mit der Zone haben wir echt Glück. Wir können gerade nur rumsitzen. Das ist jetzt natürlich sehr spannend, weil. Was haben wir gemacht? Wir waren in vier Gebäuden. Das war's. Aber hey, wir leben noch. Und es sind noch 23 Gegner. 23 wahrscheinlich bis an die Zähne bewaffnete kleine. Ich sage es nicht, die uns wahrscheinlich ganz gerne töten wollen würden, wenn wir ihnen über den Weg kommen. Okay, die Zone wird jetzt kleiner. Ich vermute, dass wir jetzt laufen müssen. Das bringt natürlich Fahrt ins Let's Play. Und nicht weit, wir gehen hier rüber. Ich bin natürlich leider der Erste, der da ist. Also von dem her. Tür auf. Einmal rausgucken. Von wo kommt der? Der fährt schon nicht in die Zone rein, ne? Der ist da. Okay, das war jetzt nichts mit loslaufen. Ich warte mal noch ganz kurz ab. Jetzt kommt natürlich wieder ein Flieger angeflogen. Sehr ungünstig. Wenn er jetzt ins Haus kommt, hören wir ihn nicht. Sekunden. Wir haben jetzt keine andere Wahl, wir müssen. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier in der Gegend rumlungert. So. Wir haben einen Vorteil, die Spielzone ist ein Stück weit weg. Einen Nachteil, es sind noch 22 böswillige Leute unterwegs, die uns töten wollen. So. Wir müssen darüber. Die Zone ist unterwegs. Ich würde jetzt aber nicht vielleicht direkt ins Gebäude rein. Ist der Stein schon in der Zone? Ja. Da unten rennt einer. Aber wir lassen den rennen. Sitzen hier ganz gut. Sitzen nämlich genau an der Zone. Hier hinterm Stein müssen wir uns bloß um eine Seite Sorgen machen, dass die vor uns. Hinter uns ist der Stein. Oh, oh, oh. Kommt vermutlich von da unten. So, die Zone ist nicht so weit, das ist ganz gut. Das heißt, wir können uns Zeit lassen beim Laufen. Wo schießen die? Das weiß ich nicht. Aber wir legen uns mal hin. Dann werden wir vielleicht nicht gesehen. Wir müssen noch.
Wow. Wir müssen noch gut eine Minute hier ausharren und dann gehen wir das nächste Stück weiter. Dass die Zone direkt hinter uns ist, ist echt geil. Und vor allem, dass die neue Zone direkt vor uns ist. Wir können jetzt nur hoffen, dass wir nicht angeschossen werden hier. Oh, ich erschrecke jedes Mal. Entschuldigung. Jetzt beginnt natürlich das große Warten. Die große Spannung auch. Da hinten am Auto ist einer. Aber der ist anscheinend gerade mit Schießen beschäftigt, so es aussieht. Er sieht uns, glaube ich, nicht. Ich kriege mal um einen Stein rum. Da unten ist auch noch einer am Baum. Er sieht uns. Steh doch auf! Okay, Zone kommt. Wir müssen. Aua. Der hat natürlich darauf gewartet, der kleine Drecksack. Der überfährt uns jetzt, glaube ich, oder? Jo. Du Arsch, Alter. Naja. Es war mir klar, also wir waren letzten Endes, wir hätten ein bisschen früher loslaufen sollen, glaube ich. Wir hatten den da drüben auf der einen Seite von links und von oben kam der mit dem Auto. Das war. Wir hätten den unten auch abschießen können, aber wir hatten echt gerade eine blöde Lage. Ich weiß nicht, ob ich ihn über die Distanz getroffen hätte. Wahrscheinlich eher nicht. Naja. Platz 13, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.